und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hof Bergmann mit dem Tigerfarm und dem Jürgen Racex. Da drüben ist er. Hallo. So, und Tigerfarm steht irgendwo da oben rum, gell? Ich fahr rum. Du fährst rum, wohin denn? Zu Raffeisen. Was? Zu Raffeisen? Raffeisen. Ist die raffgierig? Das heißt so Raffeisen. 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 Geil. Nein, was ich sage, stimmt auch. Okay. Du hast recht und nicht Mairo. Was du machen? Verkaufen tust. Tun. Was verkaufst du? Wir haben doch gar nichts. Schweinefutter. Hey, wo hast du das jetzt her? Das war noch im Anhänger. Hab ich doch gesagt, Alter. Ja, aber das wissen doch die Zuschauer nicht. Du. Ja! Honk. Jetzt hast du den ganzen Flow kaputt gemacht. Sorry. Alter. Ja, es tut mir auch nicht leid. Dritte Abmahnung, Kündigung kommt. So, gut. Du hast noch ein bisschen Schweinefutter gefunden. Ja, bei der Raffeisen gibt es Kalk zu kaufen. Ah, ich wusste doch, irgendwo gibt es eine Kalkstation. Stimmt, da stehen noch Saatgut und so steht da auch rum, gell? Saatgut und danach steht auch noch, ja. Scheiße. Das ist Geld. Schon mal gut. Hm? Oh, ja. Geld kommt. So einiges. Heftig, für 11.000. Ja, verfünffacht. Ich glaube, wir machen nur noch Raps. Ich glaube auch. Größten Rapsbauern der Welt. Okay, dann stellst du den Anhänger oben bei den Bäumen mal ab. Mach ich. Wenn ich dann soll ich restlichen Kalk kippen? Ins Fahrsilo. Also ausladen. Oder irgendwo dahin. Da hinten halt. Da kommen ja Dings raus, Big Packs, ne? Jo. Weißt du jetzt, wie schnell kannst du fahren? 42. Oha. Kann 53. Ja, wir haben ja nur den Zetto geholt, weil wir noch einen dritten Traktor brauchten. Weil er winzig ist. Ihr könnt die Bäume dann. Mein Gedanke war, wir sägen die einfach klein und schmeißen die in den Dings da rein. In den Anhänger, in den Kröker. Mhm. Und verkaufen das so. Dann müssen wir keinen anderen Anhänger mieten. Jo. So, ich brauche noch 3 Bahnen, glaube ich, dann bin ich auch fertig. Nee, willst du jetzt angeben wegen der Geschwindigkeit oder was? Mhm. Ab fahre ich 54. Berg runter. Mhm. Berg runter hinterm LKW. Nee. Wo ist denn hier das Fahrsilo? Am Hof. Nee. Mhm. Wenn du zum Seitentor reinfährst, einfach geradeaus hinter. Wo soll der Anhänger hin? Ach, da wo der Big Pack egal ist. Ja. Ach, so. Also die ganzen Fichten und Kiefern, die machen wir weg und die verkaufen. Brauchen nämlich noch Geld. Die 60.000 sind im Moment gut aus auf dem Konto. Jo, hab abgeladen. Ich geb den Hänger wieder zurück, ne? Jo. Andere Seite. Oh, es ist so geil, Radio zu hören. Während man alles sagt. Das sagt er jede Folge. Ja klar, weil es geil ist. Wir müssen überlegen, wie man noch Geld generieren kann. Wir könnten noch ein bisschen Gras einlagern. Hier ist Rand, ist
Reifen mähen oder so. Nee, viel mehr fällt mir auch nicht ein. Alter! Was? Jetzt durch. Die oben alle Bäume fällen. Ja, wie gesagt, die Birke könnten auch fällen. Aber auf jeden Fall die Kiefern. Die dicken Dinger nicht, die Eichen. Die sind scheiße zu tragen. Oh, Baum fällt auf die Straße, jawohl. Super. Ich nehme mal gerade Varunas Traktor mit dem Frontlader. Und dann? Hol ich den von der Straße da runter. Achso. Hier ist so viel Gestrauch. Gestrückt. Ja, wir können dann überlegen, ob wir auch das Feld ein bisschen größer machen. Machen wir. Bringt mehr Geld. Ich habe extra meinen Traktor hier hingestellt, weil ich die Scheinwerfer an hatte. Jetzt ist es wieder dunkel. Warte, stell ihn her. Ich so hin. Ja, guckt halt, dass er nicht ganz zu kleine Stücke macht. Aber es ist schon geil, so ein Fendt. So ein Fendt? Es ist schon so geil, ein Fendt mit eingebautem Radio. Ich benutze so. Den nochmal kurz, Varuna schiebt die Bäume aus der Hecke da hinten raus. Sieht man nichts. Jojo. Ah, ja, ja. Strecken. Das eine Stämmchen hier nicht weg. Ich weiß nicht, das packt irgendwie den Boden fest. Komisch. Den jetzt weg. Ach, da ist mein Stämmchen hin. Fahr mal weg mit dem Trecker. Das ist Stämmchen, was. Warte, ich lass verschwinden, dann ist weg. Ja, manchmal ist doof. Ich merke hier in dem Traktor, du sitzt da drin rum. Brain off, Kau oder was? Ist der Typ Brain off, Kau, Varuna? Ja. Nein, bin ich nicht. Der macht das, was er am besten kann. Nix tun. Ich hasse Bäume machen. Ja, dann schmeißt du wenigstens auf den Anhänger. Das kann ich auch nicht. Das ist auch, hat auch was mit Bäumen zu tun. Kannst du überhaupt was? Komm, Alter, ich bin. Dann guck, ob du das andere Feld düngen kannst. Nix tun gibt's nicht. Ach, ja. Aber denk dann, dass du vielleicht Pflegebereifung brauchst. Ja, brauche ich nicht bei der ersten Wechselzüge. Oder dahinter. So. Oh, das große Ding kann ich hier tragen. Das ist ja gut. Bist du schon im Aufladen, Jürgen? Voll überfahren. Ey! Sägen. Was soll das denn? Wer ist jetzt? Was denn? Was machst du? Hä?
Ich wollte gerade sagen, ich bin hier Bäume am Schneiden. Ich mach gar nichts. Das hat einen Sinn, dass der da steht. Ja, welchen Sinn? Ja, da kommen beide gut ran. Jürgen, schneide doch. Zieh du dich zu deinem doofen hier Düngen und lass mich das Holz machen. Und dann stell ich den in die Mitte, dann kommen beide gut ran. Ich kann übrigens noch nicht düngen. Ich schneide einfach die Bäume und Varuna verlädt ihn. Wenn ich fertig bin, helfe ich Varuna. Nee, kann noch nicht düngen. Silver Power gibt's also nicht. Internet ist gerade am Start. Dieser Tigerfarm. Was? Alter, warum wird da... Du klaust mir die Stimme. Ich soll was machen, darf ich aber nicht. Okay, ich verstehe schon. Du hast gesagt, du kannst es nicht. Du bist zu doof, hast du gesagt. Habe ich nicht gesagt. Ach so, sorry. Falsch verstanden. Ach, es war nur ein Holzklotz, der da lag. Ich dachte, das war einer, der da noch stand. Nämlich zu klein. Alter, mein Kack-Internet macht das unmöglich. Könnt ihr mal bei meinem Internet bedanken. Danke. Bitte. Was macht der Käse? Keine Ahnung. Krüger ist fast ein bisschen zu hoch. Mhm. Aber ich habe mir da einen Baumstumpf hingelegt, da kann ich hochsteigen. Ist der jetzt rein oder ist der weg? Achso, rein. Ja, warte, den legen wir ganz am Ende oben drauf. So. Jo, ich hab alle Bäume geschnitten. Jo. Und so, helfen aufladen, wenn du willst. Aber erstmal die ein bisschen weiter weg liegen, dass man da drauflaufen kann auf die Bäumchen. Ja, es geht ja ruckzuck hier. Ich hoffe, die Bäume liegen jetzt nicht hier im Gestrüpp. Ne, hier. Hab alle rausgeholt. Perfekt. Ups. Das ist die günstigste Variante, wie ihr Bäume schneiden könnt. Oder verkaufen. Und wenn eine Kettensäge und einen Anhänger braucht, dann meine ich. Und einen Traktor. Ja. Ausnahmsweise. Und Bäume. Ja, Land. Man braucht zum Bäume schneiden Bäume. Was ist das? Ja, klar. Denn wie willst du sonst Bäume schneiden, wenn du keine Bäume hast? Was ist das denn für eine Neuheit? Okay. Warte. Ach, also.
rechtzeitig. Oh, Alter. Was soll meine Stufen wachsen? Musst du hochwerfen, Varuna. Die rechte Maustaste. So. Ich weiß schon, wie das geht. Da brauchst du nicht auf den Baum zu klettern, wie eben. Oder kriegst du das nicht mehr hin mit deinem Rücken? Ich bin alt, Jung. Ja, deswegen ja. Ja, und du schmeißt alle oben drüber. Achtung, guck mal. Guck mich mal. Alter! Er will mich erschlagen mit dem Baum. Von Baumstümpfchen erschlagen. Denk dran, du kommst auch irgendwann in das Alter. Ja. Fängt heutzutage schon an. Ich bin gestern oder vorgestern aufgestanden, hatte so Rückenschmerzen, ey. Wow. Da steht oben und schmeißt wieder alles runter. Ja. Hä? Mach das ordentlich, du hast drüber geworfen. Ja, noch lügen. Diese Jugend. Fahr mal ein bisschen weiter, das ist zu weit weg. Oh, wow. Gut, Leutchen, aber auch das war's schon wieder von der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles wie immer. Ja, das war nix. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.